Yo Leute, was geht? Heute geht es in diesem Video einfach mal um eine Zusammenfassung von allen geleakten DLCs, die bis jetzt noch nicht erschienen sind, um eine kleine Zusammenfassung, ob uns diese DLCs vielleicht noch erwarten werden und was mit diesen passiert ist. Es wurden ja in den 2 Jahren, seitdem GTA Online erschienen sind, extrem viele DLCs geleakt und davon sind auch die meisten erschienen, allerdings gibt es einige davon, die bis jetzt noch nicht erschienen sind und darum wird es in diesem Video einfach mal heute gehen. Das erste DLC, worum es in diesem Video geht, ist glaube ich jedem schon von euch bekannt und zwar geht es nämlich um das Lore-Update. Ich habe ehrlich gesagt schon viel zu viele Videos zu diesem DLC gemacht, was eigentlich noch nie erschienen ist, aber wenn ihr noch nicht wisst, worum es in diesem DLC geht, dann würde ich euch einfach mal empfehlen, einfach oben rechts einfach mal auf das Video zu klicken, damit ihr wisst, worum es in diesem DLC geht. Wenn wir allerdings weiter in die Vergangenheit zurückschauen, dann gibt es noch weitere DLCs, die schon längst in Vergessenheit geraten sind und dadurch auch ein bisschen zeigen können, dass Modder sich auch manchmal irren können und nicht hundertprozentig wissen, dass ein gelegtes DLC auch zu 100% erscheint. Es kann natürlich sein, dass diese immer noch erscheinen werden, aber ich würde das Ganze eher als etwas unwahrscheinlich sehen. Und zwar geht es nämlich darum, dass wir zum Beispiel auch so ein paar Modi herausgefunden haben vor dem Heist-Update, bevor es erschienen ist, wie zum Beispiel ein Cops and Crooks-Modus. Diesen haben wir nämlich eigentlich mit dem Heist-DLC erwartet. Und zwar war das nämlich einer der beliebtesten Spielmodi, zum Beispiel auch in GTA 4 Online. Dort hatte man nämlich die Möglichkeit, entweder als Cop oder eben als Crook zu spielen. Und damit hat man dann eben 2 verschiedene Parteien gespielt und es war auf jeden Fall ein ziemlich geiler Spielmodus. Zeitgleich wurde nämlich vor einem halben Jahr, kurz bevor das Heist-DLC erschienen ist, ebenfalls auch noch geleakt, dass ein Apartment-Creator erscheinen soll, womit man die Möglichkeit hat, sein Apartment umzugestalten. Allerdings ist das Ganze nicht mit dem Heist-DLC erschienen, jedoch ist mir etwas aufgefallen, seitdem das Heist-DLC erschienen ist. Und zwar ist es vielleicht euch auch aufgefallen, vor allem in der Next-Gen-Version. Und zwar ist es eben so, dass zum Beispiel beim Eclipse Tower die Garage leicht durchsichtig geworden ist und dass eben der Eingangsbereich irgendwie eine kleine Einrichtung hat und dass die Garage etwas anders beleuchtet gewesen ist. Wahrscheinlich war es eben das, was mit dieser geleakten Info dann zu tun hatte. Und es wurde ebenfalls noch kurz vor dem Heist-Update noch das Feature geleakt, dass man zum Beispiel Lose ziehen konnte, womit man dann Preise gewinnen könnte. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum Rockstar sich nicht ein bisschen die Mühe macht, so etwas mal zu veröffentlichen. Es wäre wirklich etwas Interessantes, wenn man ein bisschen Geld einfach ausgeben kann, um einfach mal loszuziehen, wenn schon nicht ein Casino-DLC erscheinen wird. Denn das würde auf jeden Fall mal ein bisschen so ein paar Glücksgefühle in das Spiel wieder reinbringen, aber leider ist denen eben nicht so und diese ganzen Sachen wurden wahrscheinlich auch wieder aus dem Spiel gestrichen. Dann gibt es allerdings noch das ganz Interessante und zwar habe ich dazu vor ein paar Monaten ein Video gemacht und zwar wurden nämlich 2 neue Heist-Audios gefunden. Also von neu rede ich jetzt nicht, dass sie vor kurzem herausgefunden sind, sondern dass sie vor ein paar Monaten herausgefunden sind und davon dann die Audiospuren zu diesen Heist zugeordnet werden konnten. Und die eine Heist, die für GTA Online geplant war eben Drugflip, wo man erst einmal Drogen kaufen musste, um sie dann gegen Waffen einzutauschen und diese dann zu verkaufen. Ich weiß nicht, das klingt ein bisschen kompliziert, wäre allerdings bestimmt interessant gewesen. Und die zweite Heist hatte etwas mit der Fließerbank zu tun und zwar musste man eben einen Blackout in der Stadt anzetteln und in einer vorgegebenen Zeit von 15 oder 10 Minuten so viele Fließerbänke wie möglich ausrauben. Man konnte auf jeden Fall davon ausgehen, dass diese Audiodateien zu den Heists zu 100% auch von dem Ingame-Spiel waren, weil man nämlich die Stimme von Lester gehört hatte. Und dieser würde sich, denke ich, nicht einfach so freiwillig melden, um einfach mal bei irgendetwas mitzumachen. Ich glaube schon, dass er das für eine Heist in GTA Online gemacht hat. Und ich finde es persönlich schon wirklich schade, dass jetzt monatelang, nachdem diese Heist-Audiospuren geleakt worden sind, bisher immer noch nichts von diesem Heist herausgefunden wurde. Es wäre wirklich richtig geil, wenn Rockstar Games einfach mal diese 2 Heists veröffentlichen würde oder irgendetwas anderes, das hier aus dieser Liste ist. Das würde ganz GTA Online einfach wieder ins Leben rufen. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Rockstar Games im Moment macht. Wahrscheinlich drehen sie Däumchen oder so. Ich habe keine Ahnung. Und das sind dann, soweit ich weiß, die ganzen Inhalte, die geleakt worden sind, bisher allerdings dann doch nie erschienen sind. Und bevor das Video endet, wollte ich noch etwas Kurzes ansprechen. Und zwar versuche ich natürlich immer wieder, euch den neuesten GTA-Content zu bieten und immer wieder etwas Neues rauszubringen. Das Ganze wird allerdings immer etwas schwerer. Und ich habe mir gedacht, ich könnte vielleicht ein bisschen Abwechslung in den Kanal bringen. Und im Moment ist es so, dass ich einfach übelst die Star Wars Battlefront Beta suchte, die nämlich seit gestern gestartet hat. Und deshalb wollte ich euch einfach mal um euer Feedback fragen, ob ihr einfach Bock hätte, dass ich mal das ein oder andere Video dazu mache, beziehungsweise einfach mal ein Fazit zu der Beta, wenn sie endet. Wie gesagt, euer Feedback einfach dazu direkt in die Kommentare. Und wenn sich jetzt einige Leute schon Sorgen machen, dass ich jetzt aufhöre mit GTA-Videos, da kann ich euch schon mal entwarnen. Ich werde, solange es geht, auf jeden Fall noch weiter GTA-Videos machen. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, das war's dann auch schon von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ciao!